Bonsoir und herzlich willkommen. In einem weiteren EU-Land könnte heute eine populistische Partei stärkste Kraft werden. Parlamentswahlen in Slowenien. Gute Chancen werden der rechtskonservativen SDS von Janez Janša eingeräumt, der Slowenien nach ungarischem Vorbild gegen Migranten abschotten will. Französin im Irak zu lebenslang verurteilt. Die 27-Jährige soll sich der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat angeschlossen haben. Sie beteuert ihre Unschuld. Und in London forschen wir nach, ob sich die Sicherheitsstandards nach dem tragischen Brand im Grenfell Tower vor knapp einem Jahr verbessert haben. Slowenien steht möglicherweise vor einem Rechtsruck. Die rechtskonservative SDS könnte die Gewinnerin der heutigen Parlamentswahlen werden. Laut jüngster Prognosen liegt sie vorn. Parteichef Janša will Slowenien nach dem ungarischen Modell umbauen und sich der Visegrad-Gruppe annähern. Ein weiteres Schrecken. Im belgischen Lüttich haben heute rund 3000 Menschen an den Terrorakt vom vergangenen. Und wir bleiben beim Thema Islamismus. In Bagdad wurde die Französin Melina Boukidir zu lebenslanger Haft verurteilt. Das zentrale Strafgericht sah es als erwiesen an, dass die 27-jährige Mutter von 4 Kindern sich der Terrorgruppe Islamischer Staat angeschlossen hat. Warum sie ihre Unschuld beteuert und über die Reaktion in Frankreich, berichtet Cécile Tuilier. In Iraks Nachbarland Jordanien kam es an diesem Wochenende zu landesweiten Massenprotesten. Das haschimitische Reich von König Abdullah II. Gilt trotz des Flüchtlingsansturms aus Syrien als eine stabile Säule in einer instabilen Region. Warum die Menschen nun dort auf die Straße gehen und warum sie es bei Nacht tun, das erklärt Ihnen Thomas Simmern. Damit zu Donald Trumps brachialer Handelspolitik. Nicht nur in der westlichen Hemisphäre wächst der Widerstand gegen die US-Methoden. Auch China, die weltweit zweitgrößte Handelsmacht, droht jetzt, die geplanten Handelsvereinbarungen mit den USA platzen zu lassen. Und zwar sollte Trump auf die angekündigten Zölle auf chinesische Importe bestehen. Damit rutscht der US-Präsident noch weiter in die Isolation. In Kanada zum Abschluss des Treffens der G7-Finanzminister haben die 6 anderen Teilnehmer mit ungewöhnlich deutlichen Worten klargemacht, dass sie dem US-Präsidenten Seite an Seite die Stirn bieten wollen. Über das drohende Zerwürfnis berichtet Cécile Magne. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für die Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Zeit, aber auch in den folgenden Jahrzehnten entschuldigt. Anlass war das 10-jährige Jubiläum des Weitere Meldungen von diesem Sonntag hat Jana Schulze jetzt in Kurzform für Sie. Tja, und Sie alle erinnern sich auch an diese schrecklichen Bilder. Vor knapp einem Jahr ging im Westen Londons der Grenfell Tower in Flammen auf. 72 Menschen starben bei dem infernalen Hochhausbrand. Diesem Drama widmen wir unseren Europa-Fokus am Sonntag. Am letzten Montag begann die öffentliche Anhörung der Hinterbliebenen. Ein hochemotionales Thema, das die Medien in Großbritannien beherrscht hat. Tja, und bevor sich das Drama am 14. Juni jährt, wollten wir wissen, ob das System, wie es dieser Augenzeuge eben genannt hat, sich seitdem verbessert hat. Klar ist heute, der Brand wurde durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst, aber zum Inferno wurde er wegen der Billigverkleidung der Außenfassade dieses Sozialbaus. Ob Regierung und Bauunternehmer hier nachgebessert haben, dazu diese Reportage von Mathilde Bonacieux. Und zum Schluss schwarze Linien in unserem doch eher blonden Deutschland. Wenn die Zeichnerin Moshtardi Hilal Selbstporträts anfertigt, dann nicht, um sich selbst zu schmeicheln. Die in Hamburg aufgewachsene Afghanin will der herrschenden Ikonografie ein paar mehr dunklere Kopf- und Körperhaare hinzufügen und schreckt auch vor Damenbart à la Frida Kahlo nicht zurück. Katrin Häfle traf sie an ihrem Hamburger Zeichentisch. Das war's von uns für heute Morgen. Wie immer das Mittagsjournal um 12.50 Uhr und um 19.20 Uhr begrüße dann hier wieder Nazan Göktemir. Ich wünsche Ihnen noch einen traumhaft lauen Abend. Merci. Ja, ja.